Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dragon Age Origins, der ersten Folge für heute. Später natürlich kommt noch Let's Play Gladius, heute 6 Minuten kürzer, und Let's Rank. Ja, ich möchte, bevor wir anfangen, dem 72. Abonnenten willkommen heißen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Leider weiß ich nicht, wer es ist. Es wäre sehr schön, wenn vielleicht ein Video geteilt werden könnte, weil dann wüsste ich einfach den Namen und hätte auch in der Abonnentenliste ihn drin, die Person, mehr Übersicht und könnte auch besser auf die Kommentare eingehen. Ja, beim letzten Mal bei Dragon Age Origins haben wir uns in Ostdecker vorgekämpft. Wir hatten ja eine Doppelfolge. Wir haben deswegen viel erlebt. Wir haben unter anderem König Cadens Dokumente gefunden, die sehr interessant waren, sein Leichnam ebenfalls, können mit dem aber noch nichts machen wegen einem Nekromanten der dunklen Brut. Ansonsten viele Ausrüstungen, viele Kämpfe und wir sind leider einmal hingefallen, hatten aber auch ein Level Up, genauso wie Alistair. Ich hoffe, die heutige Folge läuft ohne Bildhänger, die letzte hatte leider am Ende ein paar Bildhänger, aber alles in allem war sie ganz gut, deswegen habe ich sie nicht neu gemacht. Heute ist es, wie gesagt, nur eine halbe Stunde. So, und wir müssen jetzt hier zum Turm von Ishal. Der ist hier vorne. Hier liegen noch ein paar Hölocks rum, die wir ausnehmen. Oder sich auch noch eine Truhe, tatsächlich. Wir haben auch von König Cadens Ausrüstung alles, bis auf einen Gegenstand, den Helm. Ich möchte jetzt erstmal ausnehmen. Erstmal hier davon die Truhe, bevor wir die vergessen. Wir haben hier eine Meistergesundheitsrune und mit plus 20 Kavalier Widerstandskraft und ein Metallikroschild aus Stahl. Leider ist aber auch unser Inventar voll. Ja, das habe ich ehrlich gesagt schon fast befürchtet nach dem letzten Mal. Ich schmeiße mal weg die Sachen der dunklen Brut. Jetzt schmeiße mal den Dolch der dunklen Brut. Oh, den Schaltkolben der dunklen Brut, weil die würden wir eh nicht nehmen. Die geben mir Abzüge. Die beiden Sachen wollen wir. 30 Erfahrungspunkte für entriegelt. Und dann gleich mal gucken. Wegen dem Schild für Alistair. Wo haben wir es denn? Hier, metallener Großschild aus Stahl. Das ist schlechter. Das hatten wir auch schon mal. Okay. Und dann ist da oben der Turm von Ishal. Da ist auch das Questzeichen. Aber davor nehmen wir natürlich die toten Genlocks und Hörlocks aus. So, der erste Hörlock hier hat ein Säurefläschchen, einen Wundumschlag. Die haben wir beide, da müssen wir nichts wegschmeißen. Der Hörlock hier. Eine Kriegsachse mit einem Brut und ein Granat. Allerdings hat die Kriegsachse auch Minus. Den Granat hätte ich gerne. Inventar voll, okay. Ja, wir haben ja, glaube ich, noch was von der dunklen Brut. Ne, Streithammer, der kann weg. Hatten wir noch mehr? Glaube nein. Dann nehme ich jetzt den Granat mit, weil die Kriegsachse der dunklen Brut wäre eh nur verkaufswert. Die lasse ich jetzt tatsächlich mal hier. Ich weiß, sonst habe ich immer ersetzt, aber was soll's. So, der Hörlock da oben. Der hat Geld. 11 Silber, 38 Kupfer. Okay, hier ist der Turm von Ishal, aber hier kommen auch wieder ganz lustige Töne. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja, dachte ich mir schon. Neue Gegner, Kreischer, was auch immer das sind. Was zur Hölle sind das denn? Raserei. Ich will in Nahkampf, bitte. Was sind das zum Teufel? Keine Ahnung. War mich jetzt nicht überrascht wegen den Tönen, aber... Sie sehen sehr groß aus, die Viecher. Codex aktualisiert. Zwei weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Codex aktualisiert, sie sind wieder tot. Fernkampf Verstohlenheit. Erstmal ausnehmen. Der eine Kreischer hat 3 Silber, 38 Kupfer und der andere
Schwacher Wundumschlag und Elfenwurzel. Die können wir mitnehmen, ohne was wegzuschmeißen. Den Hörlock unten, wie gesagt, den... Ah, hier ist noch einer. Also den hatten wir, aber da ist noch einer. Den wollen wir noch anschauen. Was hat der? Geld. 9 Silber, 75 Kupfer. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, da kommt er natürlich nicht hoch. Und dann gucken wir jetzt kurz den Kodex. Kreisch hatten wir noch nie. Keine Ahnung, was das waren. Wir werden es gleich erfahren. Kreaturen. Hier unten. Kreischer. Scholaren nennen diese großen, schlanken Vertreter der dunklen Brut Scharlocks. Aber besser bekannt sind sie unter dem Namen Kreischer, wegen ihrer ohrenbetäubenden Schreie im Kampf. Viele Geschichten erzählen von Soldaten, die nervös wurden, wenn sie die Kreischer langsam näher kommen hörten, verborgen im Dunkeln und erst sichtbar im Moment des Angriffs. Mit Schrecken der Nacht sind Kreischer bekannt für ihre... als Schrecken der Nacht sind Kreischer bekannt für ihre Geschwindigkeit, ihr Geschick und ihre Fähigkeit der Tarnung. Sie sind die Assassinen der dunklen Brut, überwinden die Linie des Feindes und greifen ihre Ziele mit langen, gezackten Klingen an, die an ihren Unterarmen befestigt sind und die Gegner in Sekundenschnelle in Fetzen reißen können. Manchmal verwenden sie auch Gift aus ihrem eigenen Blut und ihre Angriffsstrategien als Gruppe sind gefürchtet. Also, Meuchler. Interessant. Waren jetzt nicht so wahnsinnig stark, aber wir haben sie heute auch schon gehört. Man hört ja schon, liest ja schon. Das sind halt vor allem Gegner des Hinterhalts. Okay, dann haben wir es jetzt geschafft, bis zum Turm von Ishal zu kommen. Den gehen wir jetzt rein. Da wird halt der Nekromant wieder auf uns warten, nehme ich an. Wenn er nicht nochmal flieht, heißt das. Aber wir werden es gleich erfahren. Da ist er. Ja, da ist er nochmal geflohen. Da hat er auf uns einen Feuerball geschmissen, aber der Feuerball ging ins Leere. Und ein bisschen dunkle Brut ist auf uns aufmerksam geworden. Ich frage mich, warum der nicht kämpft. So, hier werde ich jetzt die Spinne mal beschwören. Die wollen wir uns mal anschauen. Die haben wir neu. Ich weiß noch nicht, ob ich sie statt dem Wolf nehme, aber... Okay. Wir schauen sie uns mal an. Ja, die dunkle Brut da. Oh, schöne Spinne. Ihr wisst ja, ich mag Spinnen eigentlich nicht sonderlich. Aber mal gucken. In dem Kampf benutze ich sie mal. Wir gehen in den Nahkampf. Verstohlenheit funktioniert eh nicht. Oh, da ist der erste gleich tot. Und ich glaube, Herlock-Schläger. Ich glaube, da hinten ist wieder ein Bogenschütze. Pam. Okay. Genlock-Schläger. Da hinten sind wieder mehr. Das war aber ein schöner Schlag gerade und das ist eine Riesenspinne, die wir hier jetzt gegen haben. Ja, dann nimm erstmal den, lieber Heliot. Hier sind viele. Da hat er wieder einen getötet, der one-hittet gerade alles. Der one-hittet gerade alles. Ich glaube, weil hier eine schwache dunkle Brut ist. Sehr alles Schläger nur. Oh, da hinten sich ein Ogre. Da sehe ich einen Ogre. Okay, der Spaß beginnt hier erst. Dann töten wir erstmal die normale dunkle Brut. Los geht's. So, die sind, glaube ich, jetzt erledigt. Nein, tatsächlich noch nicht. Hier sind sehr, sehr viele. Ich mach mal hier hoch. Ah, also sehe ich den nicht. Den da hinten treffen will ich. Ich werde erst die normale dunkle Brut loswerden. Deswegen machst du den hier und du machst Schreckensgeheul. Und was kann die Spinne denn? Die Spinne kann Netz. Die Spinne schießt ein Netz auf ihr Ziel ab, wodurch diese kurzzeitig bewegungsunfähig gemacht wird. Oh, das ist cool. Ansonsten kämpft sie bei uns. Okay, also ein Netz. Müssen wir mal gucken, was... Der Wolf konnte ja das Geheul. Muss ich schauen, wer besser ist. Also ich fand den Wolf ja besser als den Bären. Der ist auch erledigt. Ja, die normale dunkle Brut ist hier kein Problem. Na, Heliot, der läuft ja direkt dann vorbei. Wie dumm war das denn? Und der Ogre ist auch tot. Coole Sache. Die Spinne scheint ziemlich stark zu sein.
viel zu alt dafür, glaube ich nicht, liebe Bin. So, damit sind alle tot. Die Spinne scheint recht stark zu sein. Die hat gerade ganz schön Rums gemacht bei dem Oger. Okay, wir nehmen erstmal alle aus. Ja, die waren jetzt hier nicht sehr stark, die Hörlockschläge, ehrlich gesagt. Verstohlenheit nehme ich hier noch nicht. Weil ich will dann erstmal gucken. So, der Hörlockschläger, 3 Silber, 36 Kupfer. Da vorne ist ein Dreckhaufen. Hier die beiden Hörlockschläger hatte eine 3 Silber, 29 Kupfer. Das Krabbeln, ne, von der Spinne macht mich nervös. Los geht's. Und der andere 2 Silber, 80 Kupfer, glaube ich, oder 60. Dann der Dreckhaufen. Einmal Feuerpfeile. Leider wieder Pfeile. Inventar voll. Die nehmen wir aber mit. Das muss auch vielleicht nicht wegschmeißen. Beim letzten Mal hatten wir auch zwei Arten Pfeile und haben wir übersehen, dass wir eigentlich Bolzen bräuchten. Aber das Krabbel macht mich voll nervös. Mann. Hörlockschläger hier. 3 Silber, 80 Kupfer. Bin schon unterwegs. Dann nochmal 3 Silber, 47 Kupfer. Und der letzte. Ja. 2 Silber, 57 Kupfer, die haben alle nur Geld. Den Oger nehmen wir gleich. Der Oger ging jetzt relativ schnell down. Aber wir hatten halt jetzt Alice down so gelevelt. Damals war der Oger ja wesentlich bedrohlicher. Hier geht's nirgendwo lang. Ich will nur kurz gucken, wo wir dann hin müssen. Da vorne sieht's so aus, als würde es da weitergehen. Ah, da sind auch wieder Gegner. Und da müssen wir dann auch hin. Tunnel der Blut, Kalens Habe. Ah ja, also müssen wir nicht zur Spitze wie damals. Gut zu wissen. Ja, bevor ich da vorne zu Gegnern gehe, wollen wir den Oger ausnehmen. Der hat 25 Silber, 69 Kupfer. Also ja, die hatten hier alle nur Geld. Naja, macht nichts. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Also wie gesagt, die Spinne kann ein Ziel bewegungsunfähig machen mit dem Netz. Das ist ganz praktisch eigentlich. Ich guck mal, was der Wolf kann. Da ist die Spinne gerade gestorben. Eigentlich hätte ich ja lieber den Wolf, aber... Was kann denn der Wolf? Der konnte ja Geheul. Verteidigung aller Gegner in der Nähe reduzieren. Die an einer Prüfung ihrer mentalen Widerstandskraft scheitern. Okay, dann nehme ich weiterhin den Wolf. Weil die Spinne bezieht sich nur auf ein Ziel. Genauso wie der Bär damals. Okay, dann bleibt der Wolf. Und die Verschwohlenheit natürlich. Logisch, dann tun wir die Spinne raus. Schade eigentlich, die war nicht ohne. Und genau. Das nächste, was er kommt, ist der Meisterwaldläufer. Ich will nur mal kurz gucken. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Nein, das auch nicht. Das hier wollte ich. Ich will kurz gucken wegen dem Meisterwaldläufer. Tiere, die von ihm gerufen werden, sind im Kampf deutlich stärker als ihre normalen Artgenossen. Okay, ich weiß nicht, ob sie Zusatzfähigkeiten haben. Das müssen wir dann sehen. Beim nächsten Level Up, beziehungsweise übernächsten. Beim nächsten holen wir uns nämlich das Maxi-Meisterschoss knacken. Wahrscheinlich, es sei denn, jetzt schreibt was anderes in die Kommentare. Okay, ich glaube, wir können nur hier hin, ne? Da, wo gerade die Feinde waren, nicht. Ich schau nochmal da vorne. Da kommen wir her. Und hier ist alles zu. Ja, der Turm ist natürlich auch zerstörter als damals. Hier hätten wir ja damals beim ersten Besuch einen mega Spaß. Und übrigens, Tunnel stimme mich nicht fröhlich, by the way. Auch hier ist wieder die Statue in weit mit diesen Flügeln. König Kalens Leiche hatte gestern auch so hier, in Anführungszeichen, Flügel. Okay, dunkle Brut, wir wissen ja schon, dass jetzt wieder was kommt. Da ist Schutt. Da geht's weiter. Da hinten sind die. Wir gehen erstmal in die andere Tür. Wir wollen die erstmal erledigen. Ja, wegen unseren Gefährten, weil die im Nahkampf agieren. Ach, können wir nicht? Ja, das ist ja beschissen. Die bleiben da auch stehen, das ist ganz toll. Ja, dann schießen wir. Wir können ja wegen dem Spannen schneller schießen. Aber da sehe ich doch eine Tür. Ach so, haha, er geht da die Tür lang, hahaha. Also kann man das gar nicht so machen. Ja gut, Freunde, kommt ihr bitte zu mir.
Nicht Position halten, frei bewegen. Ich hoffe, die kommen gleich. Das hier ist, glaube ich, der Raum, wo die Mabari waren. Oh ja, hier sieht's spaßig aus. Und liebe Gefährten, ich meine das ernst, wenn ich sage, komm bitte zu mir. Ah, das nervt schon wieder. Wenn ich sage, komm zu mir, dann meine ich, komm zu mir. Und nicht geht woanders hin. So, jetzt kommen die alle. Dankeschön. Halleluja. Los geht's. Hier ist wieder eine Menge Spaß. Nahkampf. Da ist auch ein Bäreskarren. Die habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Die stärkere, die verdorbene Form eines Bären. Ihr wisst schon, Verderbniswürfel in Bärenform, die hatten wir mal in der Beschreibung. Okay, Freunde, ihr greift alle den Bäreskarren. Der ist nämlich gefährlich. Die Schläger hier haben wir vorher gesehen, die gehen alle recht schnell down, aber der Bäreskar ist eine ganz andere Geschichte. Ah, er kann sich nur bewegen. Okay. Und ja, die sind nicht klein, das sieht ihr richtig. Na, ah, da sind wir niedergefallen. Lieber Karnes Schreckensgeheul, das sind mir gerade zu viele hier. So, der Bäreskar ist tot. Da haben wir ihn erledigt. Und wir haben bei irgendjemandem ein Level bekommen, ich glaube Karnes. Und wir gehen in den Fernkampf. Wie gesagt, die Schläger sind echt nicht stark, die töten wir mit One-Hits. Na komm, ihr macht die alleine. Ja, der Bäreskar war ich jetzt auch ganz froh, dass der recht schnell down gegangen ist. Ja, hat irgendwer daran gezweifelt. Ja, die haben auch nur 15 Erfahrung gegeben. Der gute Karnes hat übrigens ein Level up. Und wir gehen in Verstohlenheit. So, Genlock-Schläger. 3 Silber, 35 Kupfer. Hörlock-Schläger, 3 Silber, 6 Kupfer. Also die Schläger scheinen echt nur Geld zu haben. Hier den Käfig können wir öffnen, da ist Dreckhaufen drin, den holen wir uns gleich. Der Hörlock-Schläger, 2 Silber, 61 Kupfer. Käfig öffnen für den Dreckhaufen. Was haben wir da? Einmal Feuerpfeile. Die haben wir ja schon mal, da müssen wir nichts aufgeben. Ist blöd wieder mit dem vollen Inventar, muss ich schon sagen. So, dann stehen hier noch 2 Fässer und ein Waffenständer. Aber erst noch der Hörlock-Schläger, der hat 3 Silber, 26 Kupfer. Dann die Fässer. Haben wir einmal ein Langschwert der dunklen Brut. Lass mal hier, weil es gibt Minus. Genau, wir können es eh nicht mitnehmen. Und in der anderen Fass 9 Silber, 67 Kupfer, die nehmen wir gerne mit. Ja, weil, wie gesagt, ich will nicht immer was wegschmeißen. Der Käfig da vorne, der ist nur zum Öffnen, ne? Genau, das war der vom Dreckhaufen. Okay, und der Waffenständer hier. Was haben wir hier? Ein Nugalma aus rotem Stahl. Ein zweihändiger Hammer. Mit 3 Effekten. Den nehmen wir mit. Dafür schmeißt die Säurebeschichtung weg. Weil der könnte was für Stan sein. Gut, nächster Raum. Wir haben ja noch Zeit, oder? Wir haben noch Zeit. Knapp 12 Minuten. Die Tunnel gefallen mir halt nicht als Idee. Oh, er ist in dieses Loch und hinunter in die Tiefe. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen müssen, wohin es führt. Ja, lieber Alistair, ich stimme dir zu. Also hier ist der Tunnel. Barrikadierte Tür. Hier ist noch eine offene Tür. Aber das war, glaube ich, die wir von außen gesehen haben. Genau, das war die wir von außen gesehen haben. Hier können wir noch zweimal Schutt durchsuchen. In dem einen Schutt einen Dolch, den hätte ich gerne. Was haben wir noch was von der dunklen Brut? Ne, haben wir nicht. Dann tue ich Feuerpfeile weg, weil die können wir ja eh nicht brauchen. Für den Dolch, den schaue ich mir gleich an, aber zuerst noch der andere Schutt. Was ist in dem drin? Ein Kurzbogen aus Weißholz. Okay, den Dolch hatten wir schon mal, dann ist der wahrscheinlich schwächer. Wir schauen aber trotzdem gleich mal, dafür tue ich die Pfeile des Drecks weg. Für den Kurzbogen. So, vergleichen. Dolch,
Erstmal Nahkampf. Ist schwächer. Dachte ich mir schon. Und jetzt der neue Bogen. Ist aber auch deutlich schwächer. Ja. Okay. Aber Verkaufswert oder vielleicht Liliana. Ja gut, dann müssen wir jetzt in das Loch da runter, weil verbarrikadierte Tür, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Ich probiere es mal. Die Tür ist von der anderen Seite verbarrikadiert. Du siehst keine Möglichkeit, hindurchzukommen. Nein, dann müssen wir jetzt in das Loch runter. Ich glaube, dass wir dann gegen die Nekromanten kämpfen müssen. 10 Minuten haben wir noch. Wir gehen noch weiter. Zuerst leveln wir aber Karnes. Stufe 10 Kriegshund. Und wie immer Stärke, Geschick und Konstil. Das andere braucht er, wie gesagt, einfach nicht. Ein Taktikfeld, das braucht er allerdings ebenfalls nicht. Okay, runter hier. Wo geht's denn hier runter? Ach ja, Tunnel der dunklen Brut müssen wir anwählen. Und da ich sehe, dass wir den Wolf aufgeben müssen, mache ich gleich mal Verstohlenheit aus. Müssen wir gleich nochmal neu holen. Und den Wolf auch weg. Wie gesagt, wir gehen ja eh in ein neues Gebiet, da müssten wir ihn gleich nochmal neu holen. Und Karnes bellt. Mal gucken, vielleicht findet er hier was. Er kann uns auch mal mit dem ganzen Blut helfen. Da bellt er ja glücklich, das mag er ja. Auch wenn man es nicht sieht. Okay, siehst du ja was Interessantes. Er hat nichts gefunden. Ja gut, ein Versuch war es wert und ihr wisst, was jetzt kommt. Nochmal streicheln. Ich weiß, es wird Zeit vergehen lassen, aber trotzdem. Karnes streicheln. Da freut er sich. Ich mag den Hund immer noch so gern, das glaubt ihr nicht. Okay, ab ins Loch. Ich bin aber nicht froh, darunter zu gehen. Und gleich wieder Kämpfe. Genlocks, keine Schläger mehr. Wir können auch nicht... Wir gehen erstmal in den Nahkampf. Wir können auch noch nicht den Wolf beschwören. Los geht's. 2 einzelne dunkle Brut hält uns nicht auf. Ja, den töten wir alleine. So, Fernkampf. Wolf beschwören. Und Verstohlenheit. So, die beiden Genlocks. Der eine hat Geld. 8 Silber, 98 Kupfer. Und der andere... Na komm, jetzt hat... Eine zwergische Kriegsaxe aus Veridium. Oh, cool. Wir schmeißen weg. Ja, wir haben halt fast wieder nichts mehr. Ich schmeiße jetzt die Eispfeile weg. Die zwergische Kriegsaxe könnte vielleicht was für Alistair sein. Für uns ja noch nicht. Gar nicht so schlecht. Aber schwächer als Merricks Klinge. Die er seit dem letzten Mal hat. Ach ja. Oh, Wünn ist zu Boden gegangen, hat Verzerrung. Abzug auf Angriffsgeschwindigkeit. Habe ich gerade zufällig gesehen. Wann ist Wünn denn umgefallen? Muss ja am letzten Part gewesen sein, aber ich kann mich nicht erinnern. Okay, da kriegt sie ja mehr Verletzungsausrüstung. Sowas brauchen wir ja mal gar nicht. Wieso sagst du denn nichts, liebe Wünn? So. Wollen wir nicht sowas? Also eine Zerrung hatte sie, die Arme. Da vorne ist jetzt aber auch eine Truhe. Wo müssen wir denn hier hin? Wir könnten da lang gehen, wir könnten nach vorne gehen. Ansonsten Turm von Ishal, da sind wir jetzt draußen. Also Tunnel der dunklen Brut. Hier sind die Tunnel, durch die ursprünglich in den Turm kamen. Damals bei der Schlacht. Wow, ach, scheiß Spinnen, dreckige. Okay, Nahkampf, wir stehen nämlich hier vor, der verdorbene Spinne. Die habe ich gerade vollgerissen. Drecksack. Ah, deswegen mag ich die Spinne nicht. Da ist sie erledigt. Codex aktualisiert, sie hat uns aber alle vergiftet, deswegen war gerade das Flackern so. Fernkampfverstohlenheit. Ich meine, die war jetzt nicht besonders stark, aber voll gerissen gerade. Gucken wir gleich an. Erst will ich in die Truhe schauen.
einmal schwere Kettenrüstungsstiefel, das wäre die um. Und Geld. Ein Gold, 52 Silber, 66 Kupfer. Pfeile haben wir keine mehr, gell? Nope. Sonst irgendwas, was wir nicht brauchen? Hier nicht. Ich wollte übrigens mal gucken, ob Alistair vielleicht die Blutdrachenrüstung nehmen kann. Hier irgendwas. Schlangengift zum Beispiel. Dann nehmen wir es mit. Wir können die Schuhe bestimmt nicht benutzen. Nehmen schwere Stiefel. Bei Alistair, er hat die gleichen. Und die Blutdrachenplattenrüstung kann er noch nicht benutzen. Okay, dann kurz Codex-Eintrag wegen der Spinne gerade. Riesenspinnen. Das tapp ich nochmal raus. Wir haben noch 5 Minuten. Wir schaffen vielleicht noch die Tunnel. Oder zumindest einen Teil der Tunnel. Riesenspinnen tauchen meist in alten Ruinen und anderen Plätzen auf, wo der Schleier durch magische Störungen oder eine große Zahl von Todesfällen dünn geworden ist. Was hier ja beides der Fall ist. An solchen Orten dringen Geister und Dämonen in die Welt der Lebenden ein und versuchen die Kontrolle über Lebewesen zu erlangen, darunter auch Spinnen. Allerdings sind nicht alle Schularen von diesem Erklärungsversuch überzeugt. Einige sind vielmehr der Ansicht, der dünne Schleier ließe es zu, dass Magie aus dem Nichts durchsickert und Kreaturen wie die Spinnen verdirbt. Sie werden dann zu größeren und stärkeren Wesen, als die Natur es je vorgesehen hat. Es ist zwar bekannt, dass ihr Gift sehr stark ist und sie ihr Netz im Kampf gegen Feinde einsetzen, aber es gibt kaum Studien über sie und ihre weiteren Fähigkeiten sind daher noch immer im Verborgenen. Ach, das hatten wir schon. Das hatten wir schon mal. Aber jetzt kommt was Neues. Verderbte Spinnen sind große Arachniden, die ursprünglich in den tiefen Wegen vorkamen und sich dort von großen Fledermäusen ernährten. Als die tiefen Wege der dunklen Brut in die Hände fielen, begannen die Spinnen Genlocks zu fressen. Sie vermehrten sich enorm und wurden größer. Die Verderbtheit der dunklen Brut wurde zu einem festen Bestandteil ihrer Systeme und wird seitdem vererbt. Das ist auch der Grund für den abnormen Größenzuwachs und ihre Aggressivität. Einige verdorbene Spinnen haben in Wäldern an der Oberfläche einen Bauern gelegt, aber die meisten bleiben doch unter der Erde in der Nähe ihres verderbten Futters. Erinnert mich ja gerade ein bisschen an Kankra, große Spinnen, verdorbene Spinnen, die Genlocks fressen. Hier liegt nämlich auch einer. Hier sind auch Spinnenweben. Hätte mir eigentlich auffallen können, aber naja. Erinnert sich an Kankra. Die Gendoks erinnern ja auch ein bisschen an Orks. Okay, good to know. Also Vorsicht, Hinterhaltsangriffe hier. Wie gesagt, hätte ich vielleicht mit rechnen können, aber die hat mich halt echt überrascht. Da müssen wir jetzt kurz gucken, hatte Wyn denn alle Auren drin? Ja. Ha, hat sie nämlich nicht. Ja, weil sie anscheinend gestern zu Boden gegangen ist oder heute, aber ich hab's halt ehrlich gesagt nicht gesehen. So, jetzt hat sie ihre Auren wieder drin. Alistair, zur Stelle. Alistair, zur Stelle. Ja, der hat auch alle Auren. Okay. Ja gut, dann hier lang. Da vorne ging's ja nirgendwo hin. Wäre cool, wenn wir die noch durchschaffen würden. Jetzt rechne ich dauernd mit den scheiß Spinnen. Da ist eine Ecke. Na, Spinne hier. Ich mag euch nicht. Nee, anscheinend nicht. Wir gehen hier schon richtig, oder? Naja, nicht die Karte. Ich will die andere. Nein. Die Gebietskarte, bitte. Ja, hier gehen wir. Nein, die Gebietskarte. So. Hier gehen wir dann richtig. Die Tunnel sehen übrigens ganz schön groß dafür aus, dass die dunkle Brut sie wahrscheinlich als Überraschungsangriff angelegt hat. Aber das nur am Rande. Auch Statuen hier und so. Bisschen seltsam. Okay, hier ist wieder ein großer Raum. Da vorne ist Schutt. Da vorne ist ebenfalls Schutt. Angeblich nichts drin. Ja, seit gerade eben traue ich solchen Räumen nicht mehr. Da vorne ist das Schlachtfeld. Also vor Ostagar. Den Raum schaue ich mir noch an, schnell. Einmal Schutt. Bestimmt werden wir gleich angegriffen. Ich traue jetzt dem hier nicht mehr. Seit der einen Spinne gerade. Kann ich den Schutt mitnehmen, bitte? Danke. Nietenbesetzte Lederhandschuhe aus Leder. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, Tourismus-Extrakt weckt. Wir haben halt keine Plätze.
Die sind wahrscheinlich leichte Handschuhe, ne? Korrekt. Sind aber nur ein wenig besser als unsere Spannhandschuhe. Und die haben halt zwei Effekte. Deswegen habe ich auch die mit einem Rüstung nicht genommen. Alistair braucht die nicht. Nee, absolut nicht. Okay, den Schritt da vorne hätte ich noch ganz gerne. Aber hier sind Spinnweben. Ich wette, wir werden gleich angegriffen. Da hängt auch ein Kokon runter. Wir müssten jetzt aufhören. Ich will nur noch den Schutt davon mitnehmen. Ja, seit gerade eben. Ich traue den nicht mehr. Ja, als ob ich es gewusst hätte. Nahkampf. Und trotzdem hat es mich gerissen. Verdorbene Spinnen. Drei Stück. Grrr, ich hasse die Viecher. Mein Hass auf Spinnen hier. Wirklich, ich hasse sie. Ich habe damit gerechnet, aber trotzdem hat es mich gerade gerissen. Die sind nämlich gar nicht so schwach, die Viecher. So, tot. Fernkampfverstohlenheit. Die sind aber gar nicht so schwach, die Viecher. Ich wusste es mit den Spinnweben, aber trotzdem hat es mich gerissen. Ich kann Spinnen einfach nicht ab. Merkt man hier. Da vorne ist eine Tür. Da gehen wir aber beim nächsten Part erst hin. Ich nehme jetzt noch den Schutt hier mit. Das ist ein nietenbesetzter Helm. Das heißt, wir schmeißen die Steinsalbe weg. Den schauen wir noch kurz an. Und dann werden wir aufhören. Der ist für uns zu schwach. Ja. Für Alistair mit Sicherheit auch. Natürlich. Okay, dann jetzt nur kurz zur Tür. Mehr ist hier nicht. Hoffe ich. Man merkt schon, ich bin hier nicht gerne. So. Dann werden wir jetzt speichern in Let's Play 2, wie immer. Beim nächsten Part, denke ich, können wir die Tunnel durchqueren und ja, das Schlachtfeld draußen. Das ist, wie gesagt, das vor Ostaga gewesen, wo Duncan und König Kellen gestorben sind. Ich frage mich halt, warum der Nekromant dauernd flieht. Ich habe so die böse Ahnung, dass er alle beschwören will vom Schlachtfeld und gegen uns hetzen will. Das wäre eine dumme Vermutung. Aber es ist ein Nekromant. Es ist nicht weit hergeholt. Wir müssen es sehen. Ich hoffe, wir können ihn davor aufhalten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Haben wir jetzt überzogen? Nein, haben wir noch nicht. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr später bei den anderen Folgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.